Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Channel, auf dem sich alles rund um das Thema Modeln dreht. Mein Name ist Justine und in der letzten Woche habe ich schon ganz tolle Vorschläge von euch erhalten bezüglich der verschiedensten Model-Themen, die ihr hier gerne auf meinem YouTube-Account sehen wollt. Bevor ich euch aber all diese Infos gebe, möchte ich mich einmal schnell bei euch vorstellen und euch verraten, wie ich es geschafft habe, erfolgreich als Model durchzustarten. Schon als ich noch klein war, hatte ich immer den Wunsch, eines Tages mal erfolgreich als Model zu arbeiten. Ich habe dann immer zu meiner Freundin gesagt, ich möchte unbedingt mal Topmodel werden. Ich glaube, da war ich 5 oder 6 Jahre alt. Ich wollte auch Moderatorin oder Sängerin werden. Habe natürlich niemals damit gerechnet, dass ich es wirklich einmal schaffe, erfolgreich als Model zu arbeiten. Somit war das auch erstmal wirklich nur ein Kindheitstraum, so wie viele andere Mädchen auch diesen gleichen Traum haben. Ich kann mich noch sehr gut an die allererste Staffel von Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum erinnern. Das erste Mal lief sie vor 17 Jahren und ich habe mir damals mit meiner Schwester mal zusammen die High Heels geschnappt. Wir haben dann vor dem Fernseher das Posen und das Walken mit den Mädels zusammen im Fernsehen geübt, die verschiedenen Gesichtsausdrücke nachgeahmt und es hat mich wirklich sehr, sehr inspiriert. Ich glaube auch auf meinem Weg damals als Kind diesen Wunsch als Model zu arbeiten nachzugehen. Es hat mich einfach auch total mitgerissen. Ich glaube, jedes Mädchen hat diese Show auch einfach schon mal geguckt und ja, es hat mich sehr interessiert, auch weiter so diese Modelwelt weiter erleben zu wollen und ja, das habe ich dann auch die ganzen nächsten Jahre weiterhin fleißig verfolgt. Das allererste Mal mit dem Modeln kam ich in Berührung, als ich 18 Jahre alt war. Zu dem Zeitpunkt habe ich neben der Schule gekellnert. Ich wurde dann eines Tages von einem Fotografen angesprochen, der mit seiner Tochter zu Gast bei mir in dem Café war. Und er hat mich dann angesprochen und meinte, er wäre Fotograf. Er würde gerne mal einige Test-Shootings mit mir machen. Und ja, ich habe mich dann tatsächlich auch sehr wohl gefühlt, gerade auch, weil seine Tochter dabei war. Das Ganze schien mir sehr vertrauenswürdig und sympathisch und einige Wochen später haben wir dann unser erstes Fotoshooting geplant. Es war ein Outdoor-Shooting. Ich habe mir extra noch total tolle Outfits und Accessoires für dieses Shooting gekauft und ja, ich war nach diesem Shooting wirklich so begeistert und so in einer anderen Welt, dass ich so gedacht habe, oh wow, jetzt muss ich mich wirklich mehr und mehr darauf konzentrieren und einfach das machen, wonach ich Lust habe. Im gleichen Jahr hatte ich dann auch mein erstes wirklich großes Fotoshooting, total professionell mit mehreren Hair-Make-up-Artisten, mehreren Models und es war wirklich auch ein tolles und großes Projekt. Es war schön, ein Teil davon gewesen zu sein und ja, da habe ich wirklich gelernt, wie es ist, von einer professionellen Make-up-Artistin zurechtgemacht zu werden. Es war ein tolles Gefühl. Ich denke, dass jedes Mädchen mir dazu stimmen würde, dass es einfach toll ist, geschminkt zu werden und die Haare gestylt zu bekommen. Und ja, ich glaube, dass das so der richtige Startschuss war, für dass ich wirklich mich mehr und mehr in diese Welt hineinbegeben möchte, in diese kunterbunte, kreative Welt. Habe dann noch mehr Test-Shootings versucht zu vereinbaren, mehr und mehr mich dafür interessiert, so was möchte ich irgendwann mal umsetzen an Shootings. Und mit der Zeit habe ich dann auch gelernt, dass es so etwas wie Modelagenturen gibt, habe mich dann dort beworben und ja, irgendwann kam es dann dazu, dass ich in meiner allerersten Modelagentur war. Ich kann mich noch an meine allererste Agentur erinnern. Zu meinem Vorstellungsgespräch bin ich super nervös gefahren und hatte dann so verschiedene Outfits dabei. Es wurden Fotos von mir gemacht, meine Maßen wurden genommen und ja, ich habe dann am Ende so ein bisschen was von mir erzählt und tatsächlich hat es auch einfach geklappt irgendwie. Ich habe mich bei, ich glaube, insgesamt 10 Agenturen beworben. Bei einer hat es dann halt geklappt am Ende. Und über diese Agentur habe ich dann einfach über Jahre lang auch viele tolle Jobs, tolle erste Jobs machen dürfen. Und mit der Zeit wurden es halt immer mehr Anfragen, auch über andere Agenturen. Und mein Portfolio wurde besser. Ich habe mehr und mehr Test-Shootings gemacht. Und ja, irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich dann den Job, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, immer mehr abbauen musste, dass ich dann auch mal mir mehr Zeit für das Model nehmen konnte. Ich bin dann von Vollzeit auf Teilzeit gegangen. Irgendwann habe ich den Job dann nach Jahren komplett aufgegeben, weil ich gemerkt habe, so, dass es mit dem Model einfach wirklich voranging und ich mehr und mehr Zeit darin investieren sollte.
Ich erinnere mich auch noch sehr gut an meinen allerersten Modeljob. Das war damals für eine YouTuberin tatsächlich. Und der ganze Job war für einen halben Tag, also 4 Stunden angesetzt. Ich war, glaube ich, nur insgesamt 2 Stunden da und musste noch mein eigenes Make-up machen vor Ort. Und dann haben wir ihre eigene Brand geshootet. Und es war für mich irgendwie so total, was mache ich hier? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Und es hat sich aber total natürlich einfach mit der Zeit angefühlt. Man hat auch geschaut, okay, was machen die anderen Models, was wird von einem verlangt, und habe mir natürlich auch vorher die Brand angeschaut, was ungefähr so vom Stil, vom Posing her so gefragt ist. Und ja, nach 1,5 Stunden oder 2 Stunden war das Ganze dann auch schon fertig. Und danach war ich auch, glaube ich, erstmal essen und was trinken und habe so ein bisschen das für mich selber zelebriert mit Freunden, dass ich halt einfach meinen ersten Job hinter mir habe. Jetzt fliegen hier so ein paar Marienkäfer. Nach der Schule habe ich erstmal ein Praktikum gemacht bei einer Fernsehproduktion, also das ganze Thema Fernsehen, Fernsehshow hat mich wirklich sehr interessiert, und deswegen habe ich dann dort auch für ganze 5 Jahre lang gearbeitet und habe auch als Bookerin gearbeitet. Das heißt, ich kannte so auch ein bisschen schon die Situation, wie es ist, nicht als Model, sondern eher so für den Bereich dorthinter zu arbeiten. Und ja, ich habe dann erstmal dort gearbeitet und das Modeln war so nebenbei, auch neben dem Studium, und habe dann nach und nach einfach immer mehr und mehr Zeit aber in das Modeln gesteckt und mir dann entweder Urlaubstage genommen für die Tage, an denen ich Shootings hatte, und irgendwann von Vollzeit auf Teilzeit, von Teilzeit nach Jahren irgendwann zu, ich kündige meinen Job, weil ich mich immer mehr dann einfach auf das Modeln konzentrieren wollte und irgendwann komplett auf die Selbstständigkeit mich konzentriert habe. Nach diesen 5 Jahren habe ich mich dann wirklich komplett selbstständig gemacht. Ich habe den Job abgegeben, gekündigt. Es war nicht mehr das, was mich zufriedengestellt hat nach dieser Zeit. Ich wollte unbedingt mehr und mehr mich auf das Model konzentrieren, mehr meinen eigenen Weg auch ebnen, und habe mich dann mehr und mehr auf das konzentriert, was ich wirklich die ganze Zeit machen wollte. Und konnte aber auch diese ganze Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, tatsächlich nutzen. Ich habe viel gelernt, was es auch bedeutet, so hinter diesem ganzen Glamourösen zu arbeiten. Und das war unglaublich spannend, das zu erleben, und dass ich das jetzt einfach auch für meine Modelschule, meine Model-Coachings den Models mit auf den Weg geben kann. Das Ganze kommt einem jetzt vielleicht so vor, als hätte das innerhalb von 1 oder 2 Jahren passiert. Ich bin heute 27 Jahre alt. Das erste Shooting war mit 18. Also in dieser ganzen Zeit liegen wirklich einige Jahre dazwischen und einige Erfahrungswerte, einige schlechte, einige gute, einige schlechte Shootings, einige gute Shootings. Es liegt so viel dazwischen. Es ist ein langer Prozess. Es ist nichts, was man von jetzt auf gleich schaffen kann, als Model auf einmal perfekt und erfolgreich, professionell, selbstständig durchzustarten. Es ist erstmal eine Entscheidung, die ihr trefft. Dann ist es ein langjähriger Prozess, auch ein wirklich Persönlichkeitsentwicklungsprozess, den ihr da durchlebt, und ich freue mich sehr, ganz viele tolle Models schon auf ihrer Reise begleiten zu dürfen und auch immer wieder neue Nachwuchstalente zu sehen, zu entdecken, sie zu begleiten. Und wenn ich jetzt zurückblicke und mir das 5, 6 Jahre alte Mädchen vorstelle, was den Traum hatte, als Topmodel zu arbeiten, kann ich nur sagen, ich bin unfassbar stolz, dass ich es geschafft habe, an meinem Traum festzuhalten, egal wie oft mir gesagt wurde, mach das nicht, das ist nicht sicher, irgendwann musst du diesen Job aufgeben, mit 30 kannst du nicht mehr als Model arbeiten, da musst du dir was anderes suchen. Was ich euch also nur gerne mit auf den Weg geben möchte als letzten Punkt ist, macht das, was ihr machen wollt, kämpft und strengt euch an, wirklich den Traum zu leben, den ihr habt. Und ich habe auch so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe versucht, den sicheren Weg zu gehen. Ich habe versucht, Sachen zu machen, die mir gar keinen Spaß gemacht haben. Und heutzutage kann ich nur für mich zumindest sagen, ich bin froh, dass ich den Weg gewählt habe, der mir Spaß macht, der mich erfüllt, dass ich auch glücklich in dem bin, was ich jeden Tag mache. Wenn ich aufstehe und ich weiß, hey, ich arbeite etwas, was ich schon als kleines Kind machen wollte. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut nicht zu sehr.
sehr überall, was andere machen, was andere sagen, was ihr tun sollt, was ihr nicht tun sollt. Macht das, was ihr machen wollt, wenn ihr modeln wollt, probiert es, gebt alles, gebt eure 100% und da kann man immer noch schauen, ob es etwas für euch ist oder nicht. Und ja, ich freue mich, euch auf diesem Weg zu begleiten als Model Coach, als Model und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen zu einem neuen Model-Thema.